Willkommen zu diesem kleinen Tutorial hier heute für den Train Sim World 5. Es geht darum, dass ich euch vorstelle, wie die neue Live Map funktioniert, wie das Route Hopping funktioniert und Fast Travel. Also es geht darum, dass wir uns die Karte mit der Taste 9 mal angucken, was die alles so kann, was da so überarbeitet wurde und wie wir das nutzen können im TSW. Dann geht es darum, wie wir uns von der einen Station zur nächsten Station innerhalb einer Strecke teleportieren können. Und als dritten Punkt geht es dann darum, dass wir uns von dieser Map Frankfurt-Fulda auf eine andere Map transportieren. Und das zeige ich euch alles nach und nach. Wir gucken einfach mal, also wir stehen hier gerade am Frankfurter Hauptbahnhof auf der Strecke Frankfurt-Fulda. Also es ist 10 Uhr morgens und ja, ein bisschen was an Zugverkehr ist auf jeden Fall schon mal los. Wir gehen auf die Taste 9 und wir sehen erstmal, dieser Punkt hier mit den zwei Füßen, das sind wir. Und dann sehen wir hier, wenn wir weiter ranzoomen, tatsächlich den Namen der Bahnsteige. Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Bahnsteig 19, 20, 21, 22 und so weiter und so fort. Ne? Also ihr seht dann tatsächlich hier, dass endlich auch mal Namen der verschiedenen Stationen und ja, der Gleise mit drin sind im Simulator. Und dann seht ihr hier die Signale. Diese Boxen, diese weißen Boxen mit diesem roten Schild in der Mitte, das ist ein Signal. Das Pfeil zeigt an, in welche Richtung das Signal guckt. Das heißt also, wenn das Signal in diese Richtung guckt, die Spitze also hier links ist, dann heißt das, dass das Signal für Züge ist, die praktisch von hier nach da fahren. Also in die Richtung fahren, in die das Signal auch guckt. Ihr seht das hier, das ist hier als die andere Seite, dass das Signal in diese Richtung guckt. Das heißt also, es gilt für Züge, die von hier nach da fahren. Das war vorher nicht so im Simulator. Mittlerweile hat sich das geändert. Natürlich gibt es auch grüne Signale, bei denen wir das sehen können. Suchen wir mal eben eins. Irgendwo wird sicherlich irgendwas grün sein auf der Strecke gerade. Achso, es ist nichts grün, weil... Achso, bitte entschuldigt, es ist nichts grün, weil ich hier gerade im Freeroam-Modus drin bin. Das heißt also, es sind gar keine Züge gerade auf der Strecke. Ja, deshalb sind die auch gerade keine... deshalb sind auch keine Signale grün. Aber was wir machen können, wir können uns einfach mal einen Zug erzeugen. Nehmen wir mal die 101 Expert. So. Hallihallo. Noch sogar eine Doppeltraktion. Dann stellen wir uns einfach mal eben einen Weg über den Freeroam-Modus. Wir klicken auf unseren Zug, Route setzen und ja, einfach mal hierhin das Ziel gesetzt. Also da können wir nicht hin, weil wir das nicht von unserem Gleis aus erreichen. Mist, würde Bernd das Brot sagen an der Stelle. Können wir vielleicht hierhin? Ja, da können wir hin. Und jetzt sehen wir, wenn wir dann hier hingucken. Ja, jetzt überlappen sich hier an dieser Stelle zwei Signale, aber hier ist eben das grüne Signal, das in diese Richtung zeigt. Man sieht noch ein bisschen den Pfeil angedeutet, den Richtungspfeil. Wir hätten jetzt freie Fahrt und könnten jetzt losfahren bis hier vorne hin. Ne? Wäre auch kein Problem, dass wir das jetzt einfach machen. Können wir auch meinetwegen gerne mal machen. Jetzt mal ohne PZB, ohne sonst irgendwas eingestellt zu haben. Ne? Licht können wir auch noch mal einstellen. Genau. Ne? Also ihr seht, wir fahren da jetzt einmal drauf los und so funktioniert das Ganze auch im Freeroam-Modus. Sind wir hier einmal aus dem Frankfurter Hauptbahnhof rausgefahren. Wir wollen aber nicht anstrengenderweise mit dem Zug von der einen Station zur nächsten fahren, sondern wir wollen tatsächlich, dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Dann können wir nämlich Folgendes machen. Wir gehen wieder in die Kartenansicht mit der Taste 9 und dann suchen wir uns mal den nächsten Bahnhof raus. Das wäre in diesem Fall, müsste das glaube ich Frankfurt am Main Süd sein. Und dann seht ihr hier diesen Punkt. Es gibt einen Punkt pro Bahnhof, der so aussieht. Da klicken wir dann drauf und dann drücken wir hier auf Ja und dann drücken wir hier auf Ja und dann lädt es einmal ganz kurz und dann sind wir hier angekommen in Frankfurt Süd.
Hallihallo, Hallöchen. Und so können wir dann natürlich auch weiterspringen, gerade wenn man irgendwie vielleicht Trainspotten möchte oder so. Eigentlich ganz cool. Zum Beispiel nach hierhin. Na, weil das ist, glaube ich, kein Bahnsteig. Wir schauen mal weiter hierhin. Offenbach. Ja, da wollen wir hin. Auf geht's. Ups. So. Oh, hallo. Airbus A350. Und dann sind wir hier in Offenbach. Na, und so schnell geht das. So könnt ihr dann von der einen Station zur nächsten springen. Über das sogenannte Route Hopping. Quatsch, gar nicht. Das ist das Fast Travel. Jetzt machen wir Folgendes. Die Strecke Frankfurt-Fulda, die endet ja in Fulda. Und wir springen jetzt erstmal nach Fulda. So. Funktioniert doch übrigens alles auf der Konsole. Hallihallo, Hallöchen. Hier sind wir an Fulda. Und jetzt ist halt die Sache: Es gibt ja die Strecke Kassel-Würzburg, wo auch unter anderem die Strecke durch Fulda verläuft. Das heißt also, dieser Bahnhof existiert auch in einer anderen Strecke. Und jetzt gibt es halt eben die Möglichkeit, dass wir von der Strecke Frankfurt-Fulda auf die Strecke Kassel-Würzburg springen. Und zwar genau an diesem Punkt, wo wir hier in Frankfurt sind, in Fulda sind. Das geht nämlich über Folgendes. Das müsste nämlich dann dieser Punkt hier sein. Das ist ich. Genau, ja. Also das ist hier dieser Punkt, den ihr hier seht auf der Karte. Da müsst ihr dann E drücken. Und dann kann man nach Kassel-Würzburg springen. Und zwar nach Fulda, genau an dieser Stelle. Und das machen wir jetzt einfach mal. Es ist 10:07 Uhr, merkt euch die Uhr. 10:07 Uhr und 6 Sekunden war es. Jetzt lädt es kurz. So, muss jetzt natürlich eine komplett neue Route laden. Und zack, es ist. Wir gehen mal kurz ins Hauptmenü. Es ist. Irgendwie müssen wir noch gerade die Uhr sehen können. Muss es doch irgendwo eine Uhr geben. Als ob es hier nirgendwo eine Uhr gibt. Irgendwo wird es schon hier eine Uhr geben, die uns bestätigt, dass es auch 10:07 Uhr weiterhin ist. Hier einfach keine Uhr. Wie kann es sein, dass es wie kann es sein, dass es hier keine Uhr gibt? Ja, dann müssen wir das jetzt einfach glauben, dass wirklich die Uhrzeit beibehalten wird, die Wetterverhältnisse werden beibehalten und ihr seid jetzt aber gesprungen und zwar auf die Karte Kassel-Würzburg. Zack, hier oben ist nämlich Kassel, Kassel-Wilhelmshöhe und hier unten sind wir in Fulda. Und hier sind wir in Würzburg. Ne? Und wenn ihr wieder zurückspringen wollt, dann könnt ihr das auch einfach hier an dieser Stelle machen. Das klappt auch für den deutschen Raum relevant auf der Strecke Rosig-Nord und Rhein-Ruhr-Osten. Und zwar in Hagen am Hauptbahnhof. Denn der Hauptbahnhof existiert in beiden Strecken. Das heißt also, auch dort könnt ihr dann jeweils das Route-Hopping machen. So. Das wäre es dann erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für dieses kurze kleine Tutorial. Ich hoffe, es hat geholfen, ein paar der Neuerungen von TSV5 mal zu zeigen. Ich wünsche euch alles Gute, macht es gut, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.